Das Universal Audio Arrow Audio Interface ist das wohl kleinste Audio Interface mit DSP-Effekten. Und wie sich das Ganze hier bei mir im Studio geschlagen hat, erfahrt ihr gleich. Los geht's! Herzlich willkommen zu MusoTalk, dem Music und Sound Production Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Non Eric, du bist auf meinem Channel MusoTalk gelandet und hier teste ich regelmäßig Hard- und Software fürs Musikmachen. Heute ist das Universal Audio Arrow dran. Das ist ein Thunderbolt 3 Audio Interface mit zwei Kanälen. Ein Audio Interface für Mac und PC, und wenn man da mal bei einem großen Online-Händler in die Datenbank guckt, wird man feststellen, es gibt über 470 Audio-Interfaces, allein über 200 zweikanalige Audio-Interfaces. Die kosten meistens so um die 100, 200 Euro. Das Arrow liegt mit 500 Euro deutlich drüber. Aber es ist auch mehr als nur ein Audio-Interface. Ich würde es beschreiben als ein Audio-Interface mit DSP-Effekten, klar. Aber auch ein eingebauter Monitor-Controller. Im Vergleich gibt es ja das schöne Apollo Twin, das nutze ich hier schon eine ganze Weile regelmäßig, und von mir gibt es auch auf musotalk.de, da können wir mal drauf schauen, einiges rund ums Thema Universal Audio. Ich habe hier das Universal Audio Apollo Twin Mark II auch schon umfangreich gecheckt, und auch den Marshall Plexi, das Plugin, hat der Gunnar für uns vor einer ganzen Weile schon mal ausgiebig angecheckt. Also wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann einfach mal auf meiner Webseite nachschauen oder auf YouTube MusoTalk und UAD eingeben. Da findet ihr über 10 Videos zum Thema Universal Audio Plugins und Hardware. Ja, das Twin ist ja eigentlich schon ziemlich sexy und kompakt und klein, aber relativ schwer, wird auch ganz schön heiß. Das Arrow hier, das ist moderat warm geworden. Am Universal Audio Twin kann man sich schon mal die Finger verbrennen. Außerdem braucht das Teil hier für unterwegs auch ein externes Netzteil. Also da hat sich Universal Audio einfach gedacht, Mann, machen wir doch noch was Kompakteres für unterwegs. Ihr seht es hier ganz spartanisch. Zwei Eingänge, zwei Ausgänge und Thunderbolt 3 Anschluss, und da kommt auch der Strom her. Der Rest ist sehr ähnlich wie das Twin, deswegen möchte ich jetzt hier durch die ganzen Funktionen hier vorne gar nicht unbedingt noch durchgehen. Wichtig ist von der Hardware her, das ist so eine Art Metall-Aluminium-Leichtbaugehäuse. Es ist deutlich leichter hier als das Twin, aber so viel kleiner nicht. Aber ich bin mir sicher, dass es trotzdem, weil es ja auch kein Netzteil braucht, viel, viel leichter noch in eine Laptop-Tasche mit hineinpasst. Hardwaremäßig ist noch wichtig, wir haben hier einen Big Knob, also Monitor Controller. Da das Interface allerdings anders als das Twin nicht über vier Ausgänge, sondern nur über zwei verfügt, kann ich hiermit natürlich nur die Monitorlautstärke steuern. Das ist okay, ist ja auch eine kleinere Variante. Ich kann hier über diesen Regler eben die Kopfhörerlautstärke oder die Monitorlautstärke regeln und den Pegel hier für den Preamp. Und das ist es auch schon. Ich habe jetzt hier am vorderen Eingang, das ist ein Hi-Set, schon meine Gitarre angeschlossen. Denn das ist eins der tollen Sachen an diesem Arrow Interface, dass wir eben die UAD-Plugins im Hardware-Mixer vor der Aufnahme nutzen können bei niedrigen Latenzen. Da kommen wir aber gleich noch zu. Tja. Besonderheit an diesem Interface ist natürlich, das Ding ist Thunderbolt 3. Und da gucken wir mal. Ich habe mir hier mal aufgerufen eine Liste von Laptops, die einen Thunderbolt 3 Port haben. Das ist eigentlich relativ umfangreich hier. Wenn man nämlich mal auf dem PC-Markt schaut, bei den Desktop-Maschinen, da ist Thunderbolt so gut wie gar nicht verbreitet. Ich habe ja hier einen Hackintosh am Start, der sowohl unter PC als unter Mac Thunderbolt 2 und 3 unterstützt. Aber draußen werdet ihr kaum einen PC finden, der auch Thunderbolt unterstützt. Mein Hacky macht das, und darauf habe ich auch bestanden, als er gebaut wurde, denn ich wollte nicht auf meinen Apollo Twin verzichten. Habe dafür einen Adapter gekauft von USB-C auf Thunderbolt 2, und damit kann ich das Apollo Twin hier wunderbar am
PC und am Mac betreiben. Da habe ich mir natürlich gedacht, klasse, ist doch ganz einfach. Dann nehme ich diese Seite des Adapters, schließe die hier am Arrow an und dann kann ich doch hier mit dem normalen Thunderbolt 2 Kabel ohne Probleme meinen Mac Laptop anschließen. Das funktioniert nicht, denn Thunderbolt 2 und Thunderbolt 3 ist mehr oder weniger inkompatibel. Da kann man nicht einfach so einen Adapter ranhängen, wenn man eben auch noch die Stromversorgung über Thunderbolt 3 bewerkstelligen will. Da gibt es dann im Prinzip von Apple nur die neueren Apple Laptops, die man hier nutzen kann. Meiner ist von der Serie davor, ich glaube, man nennt das Modell Late 2015 oder so. Das geht nicht, da war ich ein bisschen enttäuscht. Dafür gar kein Problem an meinem Hackintosh. Ich kann es sowohl unter Mac und der PC nutzen und habe sogar den Vorteil, dass jetzt der Hacky sofort mein Arrow-Interface sogar beim ersten Hochfahren unterstützt. Also das ist für mich in dem Fall auf jeden Fall eine Verbesserung. Tragisch ist nur, dass Universal Audio kein Kabel mitliefert. Ich habe mir dann auf die Schnelle ein 0,8 Meter Kabel bestellt, weil ich sparen wollte. Und das ist jetzt hier schon sehr, sehr knapp. Also das ist so eine Geschichte, die muss ich immer wieder anmerken. Es ist schade, dass da kein Kabel dabei liegt. Das hat sicherlich monetäre Gründe, denn bei Apple kostet so ein Kabel schon 45 Euro. Das wollte dann Universal Audio nicht noch beilegen. Aber man sollte auf jeden Fall bei der Bestellung darauf achten, sich gleich das Kabel mitzubestellen. Sonst muss man eventuell noch einen Tag warten oder zwei, bis man das Kabel hat und kann sich nur das Arrow anschauen. Aber hören wird man es nicht. Apropos hören. Kommen wir jetzt mal zu den Features, die man eigentlich erwarten darf oder muss, wenn man das Fünffache für ein zweikanaliges Audio-Interface ausgibt. Eine Sache ist natürlich immer klar, Audioqualität. Also ich habe jetzt hier ja das Focusrite von, das Sapphire 6 USB von Focusrite. Das ist schon ein relativ altes Modell, um die 100 Euro. Und da habe ich mir gedacht, naja, dann werden doch wohl hoffentlich die Vorverstärker von dem Apollo Arrow deutlich besser klingen als die hier. Und habe mir gedacht, vielleicht kann ich ja so einen ganz einfachen, schnellen Stresstest hier veranstalten. Und dafür habe ich mir hier ein Mikrofon aufgebaut, das ist das schöne AKG. Das habe ich hineingefüttert in das Focusrite SER4 USB 6 und war ganz frech und habe mal den Vorverstärker volle Kanne aufgedreht. Und damit habe ich dann eine Aufnahme gemacht, indem ich mich hier hingestellt habe und ganz leise geflüstert habe. Und dann habe ich das gleiche nochmal mit dem Arrow gemacht. Auch da volle Vorverstärkung. Und jetzt können wir mal kurz in die Aufnahme reinhören. Mal hier. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Non-Eric. Das ist das SER4. Hallo und herzlich willkommen. Nochmal das SER4. Ich bin Non-Eric. Hallo. Zoom da nochmal rein, da kann man es besser sehen. Also vorne hier, das ist Sapphire 100 Euro. Das zweite File ist Arrow 500 Euro. Beim Arrow bin ich in der Verstärkung nicht ganz so weit gekommen wie mit dem Focusrite Interface. Das Focusrite rauscht dementsprechend auch deutlich hörbar mehr. Ich habe dann hier, um auf gleichen Pegel zu kommen, im Arrow das Audio-File nochmal normalisiert. Ich hätte das eigentlich auch beschriften können, ne? Na gut. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Non-Eric. Das war's, SER4. Hallo, ich bin Non-Eric. Hallo, ich bin Non-Eric. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo Houston. Also ich hoffe, das kann man auch noch im Video hören. Das Sapphire rauscht ein klein bisschen mehr, bietet dadurch aber auch ein bisschen mehr Vorverstärkung. Das Universal Audio File ist cleaner, aber was mir mehr auffällt als nur der Rauschabstand ist, dass sofort, ohne dass man jetzt sogar Kopfhörer aufsetzen muss, das hört man hier ganz solide schon über die Lautsprecherboxen. Das Universal Audio File klingt einfach viel voluminöser, viel runder. Ich würde mal sagen, klingt einfach besser. Also kann man schon mal sagen, also die Vorverstärker von Universal Audio klingen auf jeden Fall schon in so einem sehr rudimentären Stresstest deutlich hörbar besser als bei einem Interface, was nur 100 Euro kostet.
Kommen wir nochmal zu dieser Monitorfunktion oder Monitoring oder Lautsprecher. Wie nennt man die Dinger denn eigentlich? Monitor Controller, ne? Studio Controller, Monitor Controller. Die benötigt eigentlich jeder Musiker, der aktive Boxen im Studio benutzt. Denn sonst muss er ja den Ausgangspegel, den Abhörpegel über das Audio-Interface, über den Ausgang des Audio-Interfaces regeln. Das möchte man in den meisten Fällen nicht. Und dann hat man noch das Problem, dass man meistens ja einen ganz fiesen Einschaltknacks hört. Also hier beim Focusrite ist das ganz, ganz fies. Ich fahre den Rechner hoch, mach's klack, bock, schalte den Rechner aus, klack, bock. Hier beim Arrow sind wie beim Apollo Twin Relays eingebaut. Da passiert das nicht. Ich kann also hier wunderbar die Lautstärke steuern. Gar kein Problem. Und habe hier einen Button, warte mal, da muss ich hier erstmal raufgehen, Monitor, so ein Button integriert im Knopf und kann hier, na, muten, so, rot. Das ist für mich ganz wichtig, wenn ich nämlich hier auf dem Desktop nur so ein Zafir-Interface habe, dann kann ich hier vielleicht die Abhörlautstärke regeln, habe aber meistens immer so ein Problem mit dem Anschaltknacks. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist im Studio, aber mich nervt das total. Da bin ich dann bereit, tatsächlich auch ein bisschen mehr auszugeben für ein integriertes Relais, das die Lautsprecherboxen erst dann anschaltet, wenn vollständig Strom am Gerät angekommen ist. Gut, DSP-Effekte. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. In so einem kleinen Kästchen gibt das nicht. Dann werden wieder viele schreiben, Kommentare schreiben. Aber Non-Eric, wer braucht denn heute noch DSP-Effekte? Die Rechner sind ja schnell genug. Bla, 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 bla. Und native Effekte sind auch so gut. Bla, bla, bla. Wer braucht das noch? Ich brauche das. Oft ist es so, dass ich hier im Studio zu faul bin, zum Beispiel meinen Gitarrenverstärker aufzubauen, die Isolation Cabinet, das Ganze abzunehmen und aufzunehmen. Da gehe ich dann einfach immer, wie auch hier am Arrow, vorne in den Hi-Z-Eingang und nutze den Marshall Amp. Und der liegt auch bei, seit neuestem, da bin ich sehr, sehr froh. Wo ist es denn? Na, hier, genau. Das sind nämlich die mitgelieferten, enthaltenen Plugins. Und da sind so ein paar Oldies dabei hier, den kennen wir ja nun schon seit der ersten Version von Universal Audio, von UAD1, da war der schon umsonst dabei. Dann hier noch der Pultec. Für mich ist spannend, dass da jetzt der Plexi Classic Amplifier dabei ist. Finde ich total super, weil das ist genau der Amp, den ich hier am liebsten nutze, wenn ich keinen Bock habe, meinen Gitarrenverstärker aufzubauen. Und dann kommt der bei mir hier in den Unison-Slot, im URD-Mixer und ist dann hier quasi mit dem Preamp in Verbindung. Also es gibt eine Softwareverbindung zwischen den Preamps, den analogen Preamps und der Software. Und in diesen sogenannten Unison-Slot kann ich meinen Marshall-Amp einladen und dann kann ich das Ding mit fast Zero Latency spielen. Und das habe ich auch schon für euch in einem UAD-Test auf meiner Webseite durchgecheckt. Das macht einen riesen Unterschied, Leute, ob ich hier meine 2-3 Millisekunden habe oder auf einem schnellen Rechner mit nativen Gitarrenprozessern so meine 10, 20, 25 Millisekunden. Das wirkt sich bei mir und auch bei anderen Gitarristen ungemein auf die Spielbarkeit und auf das Spielgefühl aus. Deswegen ist das super, dass Universal Audio im Prinzip genau das richtige Software-Package für das Arrow mitgeliefert hat. Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Und ehrlich gesagt, ich brauche gar nicht mehr, weil das benutze ich am häufigsten. Und was auch noch eine Anwendung ist, wenn ich zum Beispiel in der Skype-Konferenz mit Sonic State bin, dann nutze ich das Apollo Twin auch und kann dann nämlich in den Mixer hier noch einen Kompressor einladen und das passiert dann alles quasi in Echtzeit und wird dann mit über die Skype-Leitung übertragen. Also das ist dann auch noch so ein kompakter kleiner Channel-Strip, den man einsetzen kann, wenn man unterwegs ist und dort einen guten Sound braucht vor der Aufnahme. Deswegen sind DSP-Effekte immer wichtig, wenn man
mit Effekten monitoren will, weil die Latenz hier, na, ich sag mal 1, 2, 3 Millisekunden, das stört nichts. Sogar beim Singen oder Gitarrenspielen überhaupt gar kein Problem. Also das ist für mich eins der drei Argumente für dieses Interface. A, dass es super klingt. B, dass es auch ein Monitor-Controller ist. Und C, dass ich hier meinen wunderbaren Marshall-Amp spielen kann, ohne einen Amp aufbauen zu müssen. Einfach hier in den Hi-Set Eingang gehe ich rein mit meiner Gitarre und wunderbar, dann habe ich das alles unterwegs am Start. Tja, jetzt muss ich mal reinschauen hier in meine Dinger. Was ist mir denn? Ich glaube, ich habe mehr oder weniger hier alles erwähnt, was mir zu diesem Interface einfällt. Ich muss sagen, für mich ist das eine total runde Geschichte. 500 Euro ist vielleicht jetzt nicht ganz billig, aber dafür, dass ich neben diesen wunderbaren Effekten auch noch eine tolle Audioqualität habe und quasi mobil wirklich hochwertige Aufnahmen machen kann. Ich kann das Ding als mobilen Channel Strip einsetzen, kann meinen Gitarren-Amp vielleicht auch mal zu Hause lassen. Tolle Sache. Einziger Nachteil, es liegt halt eben dieses Kabel nicht dabei und ich finde, es ist schade, dass hier tatsächlich nur die Thunderbolt 3 Schnittstelle unterstützt wird. Nicht kompatibel zu Thunderbolt 2, kein USB-Anschluss und damit fällt für mich dieses schöne Interface leider aus. Ich kann es nur an meinem Hacky betreiben, was heißt nur, am Laptop, wie gesagt, obwohl ich hier schon in Kabel investiert habe, keine Chance, das an meinem alten Apple-Laptop zu betreiben, was mich ein bisschen traurig macht. Tja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Das war's auch schon. Mein Testbericht zum Universal Arrow Audio Interface mit DSP-Effekten. Bis zum nächsten Mal in deinem Browser und bis dahin, make more music mit Musetalk. Tschüss.